Nach der Explosion von zwei Briefbomben in Amsterdam und Kerkrade ist bei der niederländischen Polizei ein Erpresserschreiben eingegangen. Darin wird eine Zahlung in Form der Digitalwährung Bitcoin gefordert. Um welche Summe es sich handelt, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Für den Fall, dass der Forderung nicht nachgekommen werde, wurden weitere Sprengstoffanschläge angedroht. Die beiden Briefbomben gingen in Unternehmen hoch. Verletzte gab es nicht. Bereits im Januar hatten mehrere Betriebe Päckchen mit Sprengstoff erhalten. Zu Explosionen kam es damals nicht.